Mein Name ist Kai Suko von Beamer24. Heute geht es um den neuen Lifestyle-Projektor Presto von LG. Ganz in weiß und unter der Bezeichnung HU80KSW mit vielen Smart-Feature-Optionen. Ein 4K-Laser-DLP-Projektor mit XPR2-Technologie. Über einen optischen Actuator shiftet er das Bild bzw. das Pixel vierfach und kommt somit auf 8,3 Millionen Pixel. Hier siehst du eine Beispielgrafik von deinem 4K-Input, der auf den DMD-Chip trifft und über den Actuator geshiftet wird. So, das sieht man hier am Raster und geht dann über das Objektiv direkt auf die Leinwand. Der Presto ist der erste Standalone Heimkinoprojektor mit integriertem Netzkabel und variablem Spiegelsystem, ähnlich wie Lensshift. Über zwei Drehräder lässt er sich zoomen und fokussieren. Der Projektor hat, je nachdem wie man den Spiegel einstellt, Sensoren, um das Trapez zu korrigieren und das ganz automatisch. Kommen wir nun zum Projektor. Ach, natürlich 3D kann er leider nicht. Das ist eine politische Entscheidung von LG, man verfolgt das Thema nicht mehr, aber dafür haben wir eine echte 4K-Zwischenbildberechnung, die True-Motion-Funktion und natürlich auch HDR für die vielen HDR-Effekte. Und das, finde ich persönlich, ist viel wichtiger. Jetzt noch ein paar Daten. Der Presto hat 3840x2160 Pixel, also 4K, und ist im 16:9 Format. 2500 Ansilumen, einen Preis von 2699 Euro und ist lieferbar ab Mitte Mai. Die Smart Features umfassen Apps wie Netflix, YouTube, Sky Ticket und viele mehr, erweiterbar über den LG App Store. Verbinde den Presto über Wi-Fi mit deinem Heimnetzwerk. Versorge den Presto mit Content über USB oder Netzwerk, zum Beispiel Fotos, Videos und Musik. Der Presto hat zwei Lautsprecher mit 2x7 Watt. Platziere den Presto auf dem Boden, Tisch oder an der Decke. Der Presto ist steuerbar über eine Smart Remote Fernbedienung. Das Betriebssystem WebOS 3.5 läuft sehr flüssig und stabil. Der Presto hat ein Fokusrad, ein Zoomrad, Tastenfeld am Gehäuse, Kensington-Lock, justierbare Gewindefüße und ein Tragegriff. Kommen wir jetzt zur Ausstattung, und zwar die Anschlüsse. Der Presto hat nämlich zwei HDMI-Anschlüsse mit jeweils ARC, das ist also für Audio Return Channel, und hat zweimal USB, wobei USB 1 nicht limitiert ist, also auch geeignet ist für USB-Festplatten. Weitere Anschlüsse wie LAN, WLAN, Bluetooth, Optical, Digital, Audio Out, Kopfhörerbuchse hat er natürlich auch. Er unterstützt DTS HD, Dolby Audio. Drei große Lüfter kühlen den Presto und im Eco-Modus werden zwei abgeschaltet. Im Eco-Modus kommt er dann auf 24 dB. Die eingebaute Laserlichtquelle hat eine lange Lebensdauer, eine geringe Ausfallquote und eine hohe Helligkeit sowie eine hervorragende Farbdarstellung, nicht zuletzt auch durch das Phosphorfarbrad RGBY mit einem transparenten Anteil für den Laser. Das WebOS 3.5 bietet eine Menge Apps. Weitere Apps gibt es im LG App Store. So, vielen Dank, dass du dir den Video angeschaut hast. Jetzt bitte hinterlasse mir noch ein Like, da würde ich mich sehr darüber freuen, und abonniere meinen Kanal, damit du auch in Zukunft meine Videos nicht verpasst.